So, dann auch für YouTube einmal Hallöchen an alle. Der letzte Stream ist bei mir ein bisschen länger her, sowohl der letzte Stream als auch der letzte Gregblock-Stream. Und vor dem letzten Gregblock-Stream hatten wir ja die lange Pause. Dementsprechend, weiß ich nicht mehr so wirklich, was wir wie wo gemacht haben. Aber ich habe mir ein paar Notizen gemacht in Form von Schildern. Und das erste ist, wir haben letztes Mal mit der Strom-nicht-ändern-Karte ja ein wenig Mist gebaut. Nenn ich es mal so. Da haben wir, ich glaube, die hier waren nicht angeschlossen und hier hinten waren auch einige nicht angeschlossen an den Strom. Dementsprechend liefen die nicht, das habe ich jetzt, eigenmächtig jetzt einfach mal geändert. Aber nichtsdestotrotz, wir haben hier noch keinen Strom. Okay. Warum fehlt da jetzt noch Strom? Weil er noch einen eigenen Anschluss hat. Okay. Das heißt, einmal die und Strom nicht ändern. Genau, die ist kaputt. Genau, das nämlich loaden. So. Und jetzt sollte, wenn der Channel jetzt aktualisiert wird, genau, jetzt ist da Strom reingegangen. Aber alles andere hat hier anscheinend noch Strom. Genau, das heißt, wir kriegen auch wieder Redstone rein anscheinend. Passt, Redstone Netherrack. Redstone haben wir, das passt alles. Da drüben die Anlage läuft theoretisch auch. Und dann sollten auch langsam, aber sicher, genau, die Siebe wieder laufen mit Netherrack. Gut, erster Punkt abgehakt. Dann der nächste Punkt, das habe ich mir irgendwann nochmal aufgeschrieben gehabt, dass wir Silicon eventuell nochmal neu bauen wollen. Warum ist hier kein Silicon Dust drin? Da ist anscheinend irgendwas kaputt gegangen. Oder? Nee. Doch, da ist irgendwas kaputt gegangen, so wie es aussieht. Extract only? Ja, auf jeden Fall, wie man hier sieht, ich habe ein paar Schilder gemacht. Ich möchte nämlich ein paar Maschinen umbauen, da wir eigentlich ja immer hier so diese Blöcke haben. Ich muss die Musik für mich mal einen kleinen Ticken leiser machen. So. Dass ich jetzt das Gefühl habe, dass, ja doch, das läuft noch. Ja. Oder habe ich Minecraft irgendwann, nee, ich habe Minecraft nicht leiser gemacht. Ich glaube dann, ja, ich glaube, so hört man dann zumindest noch ein bisschen was. Ja. Na? Ja, so gibt es zumindest einen Ausschlag. Genau. Also, an sich die Idee war, dass wir den Kram ein bisschen wegmachen, weil wir eigentlich ja immer so eine Achterblöcke haben mit, ich sag mal, gleichen Maschinen. Beispielsweise hier haben wir halt Maschinen, die anhand eines Fluid-Export-Busses andere Fluids herstellt. Genauso wie wir hier, ich glaube, das gleiche haben, wenn mich nicht alles täuscht. Ja, genau, aber auf jeden Fall, hier werden halt mit einem Exportbus werden hier Fluids hergestellt auf beiden Seiten. Dann das gleiche hier. Hier haben wir oben einen Exportbus und hinten Interfaces. Und das passt halt überhaupt nicht rein, weil das irgendwie so ein Mischmasch ist. Und das gleiche haben wir hier drüben auch. Die paar. Und die Maschinen hier wollte ich vielleicht auch noch ein bisschen aufräumen, da ich davon ausgehe, dass wir demnächst ein paar mehr von den Maschinen hier brauchen. Genau, unter anderem will ich auch noch die Zentrifugen ausbauen. Und die sollen dann quasi hier hinkommen. Kommt aber alles heute dann stückweise. Dann wollte ich jetzt mal eben gucken, warum. Ah, jetzt ist Silicon wieder voll. Na gut, vielleicht hat das einen Moment gebraucht. Genau. Die Maschinen, die laufen theoretisch alle durchgängig. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, dass es sehr langsam ist.
um es mal so zu nennen, weil der Server lief jetzt halt einige Zeit und wir haben trotzdem so gut wie keinen, also 16.000 ist eine Menge, aber an sich verhältnismäßig wenig Neodymium, so rum. Genau das gleiche, Chrom ist halt fast leer, aber das liegt noch an was anderem. Und hier Titanium haben wir halt nicht mal 10.000. Also, das ist alles ein bisschen langsam. Deswegen ist neben dem Umbau heute Hauptmerkmal, dass wir die neuen Coils machen. Auch wenn wir es nicht brauchen, aber die Ingots, die wir hier produzieren, brauchen wir halt eh alle. Und deswegen will ich gucken, dass wir die heute möglichst durchkriegen. Zumindest die ersten paar. Und dann müssen wir halt auch gucken, wie wir hier weitermachen, weil ich glaube, der Platz hier wird nicht ausreichen. Ja, müssen wir mal gucken, wie wir das vernünftig machen. Weil an sich hier... Doch, hier könnten wir auch noch eine Reihe zwischenlegen. Genau, dann hätten wir hier auch noch eine Reihe. Gut, dann würde ich sagen, fangen wir erstmal an, die Maschinen uns zu krallen. Nee, ich mach doch eine Sache erstmal. Und zwar werden wir mehr Sand sieben, da wir Chrom brauchen. Und bei Chrom ist das Problem, dass wir nicht genug Sandy Ruby Ore Chunks reinbekommen. Da ist jetzt die Frage, ob wir das weiterhin über Ruby Dust machen oder ob wir auch noch ein zweites Item mit rausnehmen. Und ich bin da tatsächlich gerade eher... Ja, wobei, wenn man... Warte, doch, wir könnten theoretisch eine Anlage bauen, die dauerhaft das Chromite Dust exportiert und Ruby Dust, also zwei Electrolyzer. Die dauerhaft Oxygen exportieren und die Eisen bei dem hier importieren, bei dem Aluminium und einen Storage Bus dran knallen. Ja, das müsste gehen. Und dann hätten wir, glaube ich, definitiv mehr Chrom. Oder natürlich, wir nehmen einfach nur Chromite. Weil wenn man hier guckt, das... ja, Chromite kommt bei... Oh, aber nur 1% Chance. Da habe ich gar nicht drauf geachtet. Oh, da ist noch weniger Chance. Da auch nicht. Ich dachte, das wäre häufiger. Hier. Ja gut, da haben wir tatsächlich 6,5%. Ich glaube, dann werde ich das doch da drüber machen. Oder wir nehmen einfach das Ruby oder die Ruby Ore Chunks auch noch mit dazu. Da ist jetzt aber die Frage, wenn wir dafür jetzt noch wieder Rezepte machen. Crushed Ruby, genau. Das heißt, wir bräuchten Ruby Ore Chunk und wir brauchen Crushed Ruby Ore. Ruby Ore und Crushed Ruby Ore. Und jetzt noch wissen, welches Verhältnis das ist am besten. Weil wir das im Pulverizer reinhauen, 1 zu 2. So, dann einmal das, zweimal das. Und jetzt ist nämlich die Frage, ob er quasi das hinbekommt. Ne, das sind die falschen. Sind die das? Ne, das ist Wiremill. Ah, hier, Macerator, genau. Wir haben hier eindeutig zu viel Zeug schon drin. Magnesium Dust? Wofür brauchen wir das denn? Achso, für Titan, genau. Und wo kriegen wir die Ingots her? Achso, die Ingots kann man... einfach schmelzen. Ja. Ah, okay. Dann haben wir da uns einen einfachen Weg genommen. Gut. Jetzt ist die Frage, klappt es? Anscheinend nicht. Crushed Ruby Ore? Ne,
der kennt nur das eine Rezept. Dann würde ich fast sagen, wir machen da doch eine eigene Anlage draus. Oder? Oder wir speichern es einfach nur um. Dass wir das andere Rezept einfach rausnehmen. Weil das Sandy hatten wir 6,4%. Und hier haben wir zweimal 6,4%. Ja, ich nehme das andere einfach raus. So, einmal umspeichern. Zack und... Ruby. Da. So. Zack. Und jetzt sollte es hoffentlich auch durchgehend funktionieren, weil das Problem ist, dass wir halt Chrom in noch größeren Mengen demnächst brauchen. So, jetzt muss das System sich kurz aktualisieren. Währenddessen... Ach komm. Ich wollte eigentlich mal ein Rezept für Salmon machen, aber... Ich glaube, das brauche ich nicht. Kann ich auch einfach mal im Manuell reinschmeißen. Hallöchen, Justus, schön, dass du da bist. Den Command habe ich nicht. So. Ich kann aber gerne, wenn es dich interessiert, dir sagen, wie lange du schon folgst. Das ist seit 28. März 2020. Also ein bisschen länger schon, könnte man sagen. Gut, das heißt, Chrom sollte jetzt hoffentlich funktionieren. Genau, und das wird dann hoffentlich jetzt auch gestartet wieder. Yes. Okay, das heißt, das funktioniert. Dann ist das nächste Silicon. Und da haben wir aktuell das Problem, dass wir Silicon... Oder was heißt Problem, aber wir stellen im Prinzip Silicon Ingots über Silicon Dust her. Wir könnten aber auch direkt Silicon Dioxide und Carbon Dust benutzen. Carbon Dust ist ziemlich simpel über Kohle, war das, glaube ich. Irgendwie sowas in der Art. Dark Ashes, nein. Hier, genau. Coal Dust, Carbon. Das ist im Prinzip direkt einfach. Das heißt, das könnten wir darüber eigentlich machen. Weil, wenn man jetzt nämlich hier guckt, wenn ich es irgendwie finde, machen wir es so rum. Genau, hier brauchen wir nämlich 3 Silicon für einen Silikon-Dust. Das heißt, 3 Silicon-Dioxide-Dust, die halt mit 25 Sekunden relativ lange brauchen. Dann könnten wir auf jeden Fall da den Bedarf ein bisschen senken. Danke dir, Justus, für dein Prime Gaming. Freut mich sehr, dass ich anscheinend dich gut genug unterhalten kann dafür. Nee, vielen lieben Dank dafür. So, das heißt, wir wollen das hier ändern. Wobei, wenn wir da jetzt mit... Ne, wir könnten 2 Inputs einfach benutzen. Dann würde es gehen. So. Das heißt, Silicon. Ich möchte gerne das Rezept hier machen. Und zwar Carbon Dust und Silicon Dioxide. Na, Carbon Dust. Ich kann nicht tippen. Ach, haben wir sogar schon automatisiert anscheinend. Wunderbar. Dann brauchen wir noch einen Input. Bus. Oder? Welche waren das, die wir hier haben? Ja, ein Input-Bus LV. Input-Bus LV. Dann einmal den weg.
ein Exportbus mit einer Craft Card. Das heißt, wir wollen hier Silicon Dioxide ab jetzt. Und hier wollen wir... Ja, ich glaube, Silicon Dioxide werde ich immer noch dauerhaft anbieten. Und hier Carbon. Dann ein Kabel. Zack. Jetzt sollte es gleich theoretisch hier was anspringen. Wenn ich noch genug Channel habe, heißt das. Das weiß ich gerade gar nicht. Na? Idling? Warum idelt der jetzt? 1200 Kelvin. Oh, da kriege ich noch Tiny Pile of Ashes und Carbon Monoxid raus. Ja, wie mache ich das? Erstmal will ich da noch eine... brauche ich glaube ich nicht, oder? Wie lange dauert das? 12 Sekunden? Ja, doch, eine mehr schadet, glaube ich nicht. Gut. Dann brauche ich jetzt noch Carbonmonoxid. Braucht man das für irgendwas? Gut, ich könnte Carbon wieder draus machen, aber ich glaube, das lohnt sich nicht. Wie macht man das denn? Guck ich vielleicht mal so rum eher. Einfach Carbon, Dust und Oxygen. Oxygen produzieren wir eh in großen Mengen. Das heißt, das könnte man eigentlich wegschmeißen. Oder lohnt es sich zwischenzuspeichern? Hatten wir irgendwie noch die Möglichkeit, Prioritäten zu nehmen? Ich bin mir gerade unsicher. Hatten wir die Möglichkeit zu sagen, geh erst in die Drum rein und gehe dann kaputt? Ich glaube nicht. Wenn ich hier gucke... Hopper, Mode... Nee. Dann würde ich sagen, löschen wir es einfach, weil wenn wir es brauchen sollten demnächst, können wir es relativ einfach wieder herstellen. Ich würde es aber gerne nach unten hin löschen lassen. So. Dann Hopper. Nehme ich mal einen von denen und... Garbage Can. Ne, wie heißen die? Bin, so heißen die. Da, Fluid Bin. Zack und. So. Ja, gut, das dauert jetzt einen Moment. Und er läuft. Wunderbar. Dann haben wir das tatsächlich auch gefixt. Gut, den aber mal kurz. So rumgedreht. Und ich glaube, hier muss gleich ein Upgrade rein. Weil wir haben hier 250 pro Sekunde. Ja, doch, das sollte gehen. Oder wie viel produziert der? 2000, das heißt 8 Sekunden. Ja, doch. Sollte machbar sein. Gut. Dann haben wir das jetzt auch fertig. Nur, wir haben hier noch ein paar... Draw hießen die genau. Dann einmal den Key. Zack. Und ja, packe ich ihn hier mit hin. Dann Upgrade. Eigentlich reicht dann Void Upgrade. Das ist ja quasi auch nur Nebenprodukt. Genau. Das brauchen wir nämlich noch nicht. Wobei, da könnte man Magnesium wieder draus machen. Warte mal, kriegt man das nicht aus? Achso, ja, gut, nee.
Das ist ein bisschen sinnlos. Das ist auch nicht wirklich sinnvoll. Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, wir haben einfach nur... mehr oder weniger, weil wir es können, das gemacht, oder? Oh nein.